Hallöchen. Heute geht es im neuen Video um die vier Quadranten im Hundetraining und das ist etwas, das sollte eigentlich jeder Hundehalter wissen. Ist aber leider noch gar nicht so bekannt, beziehungsweise ich glaube, Theorie ist nicht immer ganz so interessant oder per se erstmal spannend und deswegen beschäftigen sich da, glaube ich, viele erstmal nicht mit. Ist aber echt ganz, ganz wichtig, damit man seinen Hund und sein Training wirklich verstehen kann. Also schauen wir uns das mal an. Dafür müssen wir uns einmal angucken, was operante Konditionierung ist. Und das bedeutet, dass die Häufigkeit eines Verhaltens durch seine angenehmen, das nennt sich auch appetitiven, oder unangenehmen, das nennt sich auch aversiven Konsequenzen nachhaltig verändert wird. Es gibt also einen Auslöser, darauf folgt ein Verhalten und auf dieses Verhalten folgt eine Konsequenz. Und je nachdem, wie diese Konsequenz ist oder ausschaut, wird das Verhalten danach häufiger gezeigt oder seltener gezeigt. Das nennt sich auch verstärkt oder gehemmt. So, dann schauen wir uns jetzt die vier Quadranten einmal einzeln an. Wir haben einmal eine grüne Spalte und einmal eine, oh, ich glaube, halt, diese Seite haben wir erstmal irgendwie überschlagen gerade. Also, nur für die, zum Verständnis. Die Begriffe positiv und negativ bedeuten hier nicht gut oder schlecht, sondern tatsächlich einfach nur positiv, dass etwas hinzugefügt wird und negativ, dass etwas entfernt wird. Kann man sich eigentlich mit Plus und Minus ganz gut merken. So, jetzt geht es aber weiter. Also, die Tabelle teilt sich einmal auf in eine grüne Spalte und in eine rote Spalte. Das habe ich jetzt einfach so gemacht. Man kann auch irgendwie eine andere Farbe nehmen, aber dadurch wird es noch mal ein bisschen deutlicher. Durch die grüne Spalte oder die grüne Spalte wird uns jetzt zeigen, Arten, also die Teile des vier Quadranten, sagen wir es so, die dazu führen, dass ein Verhalten häufiger auftritt. Und die rote Spalte, das sind die beiden Quadranten, die dazu führen, dass ein Verhalten seltener auftritt. Und wir fangen jetzt mit der positiven Belohnung an. Das heißt, es wird etwas Angenehmes hinzugefügt. Das kann ein Lob sein, ein Leckerli, Spielzeug, Aufmerksamkeit oder noch ganz viele andere Dinge. Und das Gefühl, das ist dabei Freude oder auch Spaß. Schauen wir uns die andere Spalte an. Das ist die negative Belohnung. Hier wird etwas Unangenehmes entfernt und auch dadurch wird das Verhalten dann in der Folge häufiger gezeigt. Das kann zum Beispiel sein, man drückt auf den Popo des Hundes und sobald der Hund sich setzt, nimmt man die Hand weg und der Druck hört auf. Dazu gehören aber auch die Anti-Ziehgeschirre, weil die nämlich erst dann locker werden, wenn der Hund nicht mehr zieht. Dadurch wird der Hund natürlich weniger ziehen. Die Krux dabei ist aber, was man schon ein bisschen sieht, das Gefühl ist Erleichterung. Das heißt, es muss erst vorher noch ein unangenehmes Gefühl da gewesen sein. So. Dann haben wir als nächste Spalte oder als nächsten Quadranten in der roten Spalte die positive Strafe. Das heißt, etwas Unangenehmes wird hinzugefügt. Das kann ein körpersprachliches Blocken sein. Das schreibe ich extra hier rein, weil das ganz, ganz häufig gemacht wird und man sich vielleicht gar nicht so bewusst ist, dass das für den Hund echt unangenehm ist. An der Körpersprache kann man das oft sehen. Ein Leinenruck, Schreien oder Schreckreize und noch viele andere Dinge. Das Gefühl ist hier Angst, vielleicht auch Schmerz. Dann kommt schon der letzte der vier Quadranten. Und das ist die negative Strafe. Das heißt, etwas Angenehmes wird entfernt. Das kann sein, ich nehme meinem Hund ein Spielzeug weg. Ein Mensch, den mein Hund sehr gerne mag, entfernt sich von uns. Oder vielleicht ich selber entferne mich vom Hund. Oder auch eine erwartete Belohnung wird entfernt. Zum Beispiel, wenn ich den Hund locke und ziehe die Hand weg mit dem Leckerli und gebe es ihm nicht, dann ist das in dem Moment eine negative Strafe. Das Gefühl dabei ist zum Beispiel Frust oder auch Enttäuschung. So, jetzt haben wir hier diese vier Quadranten schon mal auf einen Blick und jetzt können wir relativ gut schon mal für uns selber wahrscheinlich einschätzen, welchen wir gerne benutzen wollen. Und was ich immer noch schön finde, ist das Gefühl dabei. Man kann natürlich immer nur mutmaßen, aber ich glaube, es gibt sogar mittlerweile irgendwelche Studien. Zumindest wird das mittlerweile tatsächlich so gesagt, dass Hunde eben auch diese Gefühle haben können und dass das die Gefühle sind, die man dahinter vermutet. Grundsätzlich gilt, und das ist etwas ganz Wichtiges, der Hund entscheidet, was angenehm oder unangenehm ist, nicht wir Menschen. Und das erkennt man häufig eben auch an der Körpersprache des Hundes.
Und ganz oft sagen viele Leute irgendwas, dass der Hund das überhaupt nicht als unangenehm empfindet. Und ja, da muss man mal kritisch hinterfragen, wie zeigt sich denn der Hund da eigentlich? Und ist es wirklich so? Oder Linus, das habt ihr mal gehört, Linus ist auch da. Genau. Und ganz wichtig auch, in einem dieser vier Quadranten bewegen wir uns immer, ob wir wollen oder nicht. Und daher ist die Aussage mancher Hundetrainer, wie ich arbeite ohne Konditionierung, das habe ich schon auf ganz vielen Homepages gelesen, einfach Quatsch. Das geht nicht. Man kann nicht ohne Konditionierung arbeiten, weil ob man das nun will oder nicht, man ist immer in einem der vier Quadranten unterwegs. So, kleinen Moment, geht jetzt weiter. Genau, also man ist immer in einem der vier Quadranten hier unterwegs. Das heißt, ich muss die eigentlich auch alle kennen, damit ich meinen Hund effektiv trainieren kann oder aber nicht Dinge tue, die das Verhalten so beeinflussen, wie ich es gar nicht möchte. So, hier nochmal, ob der Hund etwas angenehm oder unangenehm empfindet, das kann natürlich auch je nach Situation, Stimmung, Tageszeit und so weiter variieren. Das Beispiel Streicheln. Auf dem Sofa findet der Hund das vermutlich ziemlich schön. Beim Training ist es oft so, dass Hunde das unangenehm empfinden. Und das ist oft, es kann natürlich auch anders sein. Hier ist ganz wichtig, die Körpersprache zu beachten. Das nächste Beispiel ist Ballspielen. Für einen jungen Hund, der vielleicht auch noch ausgeschlafen oder und/oder ausgeschlafen ist, mag Ballspielen auch wieder total toll sein. Für einen müden Hund oder einen alten Hund, der vielleicht sogar schon Schmerzen hat, mag das vielleicht aber keine Belohnung mehr sein oder nichts Angenehmes mehr sein, weil es ihm wehtut oder weil er müde ist und gar nicht möchte. Dann haben wir noch das nächste Beispiel Wasser. Labradore finden Wasser häufig toll. Oft sogar auch, wenn man sie damit anspritzt, also mit einem Schlauch oder es gibt ja auch ganz viele, die so Wasserflaschen benutzen. Da ist das dann unter Umständen auch keine Strafe, sondern tatsächlich eine Belohnung und hat natürlich auch nicht den Effekt, den man möchte. Andere Hunde wiederum finden Wasser vielleicht nur bei hohen Temperaturen toll oder mögen es sogar gar nicht. Und ganz Vorsicht oder Achtung, Training findet immer statt. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich bin gerade nicht im Training. Deswegen muss ich nicht aufpassen oder deswegen muss ich mir jetzt keine Gedanken machen. Nein, Training findet immer statt und deswegen muss ich auch eigentlich immer ein bisschen im Blick behalten, was ich tue und wie natürlich auch mein Hund reagiert. Ein Beispiel, das Training beenden, wenn man einfach den Hund nimmt und von jetzt auf gleich das Training beendet, ohne irgendeinen Übergang oder ein Signal oder irgendetwas, was dem Hund das deutlich macht, dann ist auch das häufig eine negative Strafe. Also etwas Angenehmes wird entfernt, das Training, sofern der Hund Training angenehm empfindet. Auch Aufmerksamkeit. Da muss man auch immer ein bisschen aufpassen, denn gerade bei Aufmerksamkeit, das tut man ja auch so nebenbei mal und da kann man unheimlich viele Dinge verstärken, die man gar nicht verstärken möchte. Dass der Hund vielleicht gerade bellt und ich bin im Gespräch mit jemand anderem und dann sage ich mal schnell, ach, sei mal still. Und dann habe ich ihn in dem Moment eigentlich sogar fürs Bellen belohnt. So, dann haben wir noch das Thema Anleinen. Beim Anleinen finde ich es auch ganz wichtig. Viele, sieht man ganz oft, beugen sich so über den Hund rüber beim Anleinen und die Hunde finden es irgendwie doof. Und manchmal kommt der Hund dann irgendwie auch gar nicht mehr, wenn man ihn anleinen möchte. Und dann war das vielleicht unangenehm. Und man möchte ja, dass der Hund kommt, damit man ihn anleinen kann, damit nicht irgendwas passiert oder eben, ja, wenn die Situation es erfordert, dass man ihn eben auch anleinen kann. Deswegen sollte man sich immer reflektieren oder auch sich selber mal filmen. Das hilft auch echt gut. Und dann kann man schauen, was tut der Hund und was mache ich und wie reagiert denn eigentlich mein Hund darauf. Und da muss man natürlich ganz wichtig die Körpersprache des Hundes beachten und auch erkennen. Da gibt es zum Beispiel die Seite Sprich Hund. Mit Christiane Jakobs führe ich jetzt auch bald die Fragerunde Körpersprache. Die ist ganz toll und die hat da ganz viel Input zur Körpersprache. Ja, dann ist hier noch einmal der Satz: Gewalt beginnt da, wo Wissen endet, den finde ich ganz toll und der wird auch ganz oft bei den Trainerkreisen einfach benutzt. Und das ist einfach, oft heißt es, dass sich bestimmte Hunde nicht trainieren lassen über positive Verstärkung. Also Hunde, die vielleicht schon extrem gebissen haben oder eine Vergangenheit haben mit irgendwelchen aggressiven Vorfällen oder Verhalten, dann sagen ganz oft einige Trainer, ach, das geht auch nicht, oder auch manche Besitzer sagen das, dass man solche Hunde einfach nicht trainieren kann. Nur nett.
Und das ist nicht richtig, denn auch diese Hunde und diese Verhalten können sich eben nicht einfach den Lerngesetzen entziehen. Das heißt, positive Belohnung funktioniert immer, egal bei welchem Hund und egal bei welchem Verhalten, das muss nur richtig angegangen werden. Oft ist es aber so, dass das Verhalten, gerade wenn es so irgendwelche Beißvorfälle gab oder eine Vergangenheit des Hundes, die eben viel aggressives Verhalten dabei hat, dann hat dieses Verhalten eine so starke und so lange Historie, dass ein Training natürlich entsprechend kleinschrittig aufgebaut werden muss und vielleicht auch ein bisschen länger dauert. Man muss sich einfach mal überlegen, wie lange sich schon was gefestigt hat. Und dann kann man natürlich nicht erwarten, dass das von jetzt auf gleich wieder besser ist oder weg ist. Aber es funktioniert. Und das Training über positive Strafe geht nicht schneller. Auch das denkt man oft und es sieht auch manchmal erstmal so aus, weil es tatsächlich oft anfangs kurzzeitig schnelle Erfolge zeigt. Aber die Krux ist, dass die sich nachhaltig oder langfristig oft nicht halten lassen. Und da gucken wir uns auch gleich mal an, warum. So, dann haben wir hier die Po Folgen von positiver Strafe. Und da gucken wir jetzt tatsächlich uns von den vier Quadranten nur die positive Strafe und die positive Belohnung einmal ganz genau noch an, weil ich glaube, das ist erstmal am wichtigsten. Die Folgen davon ist natürlich einmal, die Bindung wird geschwächt. Wenn mein Hund in meiner Gegenwart immer Angst hat oder irgendwas Unangenehmes erfährt, dann sinkt auch das Vertrauen. Und es ist eben oft nur ein kurzzeitiger Trainingserfolg, weil der Hund überhaupt kein Ersatzverhalten lernt. Das heißt, der Hund lernt nur, was falsch ist, aber nicht, was richtig wäre. Und diese Info ist einfach ganz wichtig, weil er muss ja irgendetwas tun. Und wenn das eine Falsche eben nicht gemacht werden soll, was soll er dann tun? Diese Info braucht ein Hund einfach. Angst, Unsicherheit und auch Aggression können dadurch zunehmen. Kann sich eigentlich denken, ne? Wenn es immer unangenehm ist, muss der Hund, will der Hund irgendwann aus diesen unangenehmen Situationen raus. Es kann erlernte Hilflosigkeit auftreten. Das wäre so eine extreme Folge. Was ich auch ganz wichtig finde, wenn ich viel über positive Strafe arbeite, dann liegt auch meine eigene Wahrnehmung vermehrt auf den Fehlern. Das heißt, ich schaue immer, was macht der Hund falsch, damit ich dann eine positive Strafe einsetzen kann. Und das ist ja eigentlich total schade, weil man davor vielleicht schon ganz viele tolle Sachen gar nicht mehr wahrnimmt, weil der Fokus einfach auf dem Falschen liegt, auf dem falschen Verhalten oder auf den Fehlern. Es kann auch gesundheitliche Folgen haben. Wenn ich das immer und nur mache, kann das natürlich deutlich den Stress steigern und es kann natürlich auch Schmerzen machen. Und der Hund kann vielleicht Angst vor meinen Händen haben oder vor bestimmten Bewegungen, je nachdem, welche Strafen ich eben einsetze. Es gibt aber viele Hunde, die ich tatsächlich schon gesehen habe, die auf solche Bewegungen reagieren. Und dann weiß man, dass die irgendwann in der Vergangenheit mal von einer Hand nichts Schönes erlebt haben. Ja, der Hund lernt oft auch, in welchem Radius um den Mensch herum er sich bewegen muss, damit dieser ihn nicht erreichen kann. Hunde sind ja nicht doof und wenn da irgendwas Unangenehmes in der Nähe des Menschen passiert, dann hält er einfach so weit Abstand, dass der Mensch dieses Unangenehme an ihm nicht tun kann oder ihm nicht antun kann. Und dann gibt es natürlich auch mögliche Fehlverknüpfungen. Das kann sein, immer wenn ein Hund oder mein Hund jetzt einen anderen sehen würde, will er dahin und zieht ein bisschen und ich rucke dann an der Leine und dann kann es eben sein, dass der Hund diesen Leinenruck nicht mit dem eigenen Leinenziehen verbindet, sondern mit dem Erblicken eines anderen Hundes. Und das könnte zur Folge haben, dass andere Hunde langfristig irgendwie doof sind. Dass mein Hund sagt, ah, immer wenn ich einen anderen Hund sehe, passiert was Doofes. Also sind andere Hunde doof. Dann gibt es natürlich auch Folgen von positiver Belohnung. Das ist natürlich einmal, dass die Bindung gestärkt wird und das Vertrauen wächst, weil immer wenn ich mit meinem Hund nett umgehe, wenn wir zusammen Erfolgserlebnisse haben, wenn wir Spaß zusammen haben, Hunde haben eben auch Spaß am Training, dann natürlich stärkt das die Bindung und das Vertrauen zwischen uns. Und so kann man auch das Selbstbewusstsein stärken, weil der Hund natürlich das Gefühl bekommt, ich bin toll, ich kann was schaffen, ich kann was leisten. Genau, dass er Spaß hat, habe ich eben schon kurz gesagt. Er arbeitet dann vermutlich auch gern mit dem Menschen und das ist doch eigentlich was, was man gerne möchte, oder? Ja, die eigene Wahrnehmung, das ist natürlich jetzt genau das Gegenteil wie eben, die ist bei dieser Art von Training auf dem guten, also auf dem richtigen Verhalten. Und das ist ja irgendwie auch schön, dass die eigene Wahrnehmung auf etwas Positivem liegt. Ja, das hat häufig einen langfristigen Lernerfolg, weil der Hund eben lernt, was er stattdessen tun soll und was genau er machen soll, wie genau sein Verhalten aussehen soll. Dann ist es so, dass Signale, die positiv aufgebaut sind, das Verhalten verstärken, welches im Moment der Signalgabe, also quasi bevor ich jetzt ein Signal gebe, was er da gemacht hat, das verstärke ich mit.
wenn ich ihm dann ein Signal gebe. Das kann natürlich auch hinderlich sein, wenn ich zum Beispiel einen sehr hibbeligen Hund habe und der sitzt neben mir und trappelt schon mit den Füßen oder fiebt schon ein bisschen, weil er jetzt darauf wartet, dass ich ein Signal gebe. Und ich gebe dann das Signal, dann verstärke ich zum Beispiel auch dieses hibbelig sein und fiepsen und trappeln mit. Und dann wird er natürlich immer hibbeliger und immer mehr fiepsen. Das möchte ich natürlich nicht. Und das muss ich mir einfach bewusst machen. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Ich kann mal schauen, ob ich das hier in eine Infobox mit reinhänge. Ja, auch hier gibt es natürlich die Möglichkeit von Fehlverknüpfungen. Der Hund zieht zum Beispiel an der Leine und läuft dann selber wieder in die richtige Position. Und wenn ich ihn dann sofort belohne, dann werde ich dieses Ziehen mit verstärken, beziehungsweise ich bringe ihm eine Verhaltenskette bei. Und das würde aussehen, der Hund läuft immer nach vorne, bis die Leine auf Spannung ist, dann läuft er zurück, weil er dann sein Leckerli für dieses Zurücklaufen erwartet. Und das möchte ich natürlich auch nicht. Kann man aber auch einfach gegenwirken, indem man nicht so lange wartet und es kleinschrittiger zum Beispiel macht. Oder die Ablenkung anpasst, ein bisschen nochmal im Training zurückgeht. So, dann ist auch ein häufiger Satz, dass man gesagt bekommt, aber Hunde brauchen doch auch mal Grenzen. Und ich weiß gar nicht, wieso das so ist, dass ganz viele Leute denken, dass bei den Menschen und auch Trainern, die über positive Verstärkung arbeiten, keine Grenzen gesetzt werden. Natürlich setzen auch wir Grenzen, aber eben nicht. Und es geht auch nicht. Und hier habe ich jetzt zwei Beispiele mal, wie man das machen könnte. Einmal ein Alternativverhalten. Das heißt, statt des unerwünschten Verhaltens wird ein Ersatzverhalten trainiert, welches das Unerwünschte im besten Falle unmöglich macht. Also zum Beispiel, mein Hund springt sonst Besuch immer an und dann bringe ich ihm bei, wenn Besuch kommt, macht er Sitz. Und wenn man sitzt, kann man eben nicht zeitgleich springen. Und da kann man eigentlich zu jedem unerwünschten Verhalten irgendein anderes Verhalten finden, was man trainieren kann, damit das unerwünschte Verhalten eben nicht mehr gezeigt wird. Wenn man das nicht alleine machen mag oder nicht alleine sich zutraut, dann kann man sich ja einfach einen nett arbeitenden Trainer dazu holen. Ja, und dann gibt es zum Beispiel noch das Thema Barriereklickern. Wenn man eben nicht möchte, dass der Hund vielleicht einen bestimmten Raum in dem Haus betritt oder den Hof nicht verlässt oder was auch immer oder auf dem Weg bleibt oder, dann kann man dem Hund das beibringen, dass er eben zum Beispiel, oft wird dann eine optische Grenze dafür genutzt, dass er diese Grenze nicht übertritt. Und das macht man zum Beispiel, indem man das Aufhalten auf der wünschten Seite sowie das Stoppen vor dieser optischen Grenze einfach verstärkt. Also der Hund eigentlich viel lieber auf der anderen Seite sein will, weil es da schön ist. Und so kann man tatsächlich auch wirklich nett Grenzen setzen, aber es ist eben nicht mit einem aversiven Reiz, sage ich mal, gekoppelt. Es geht auch alles nett. So, dann sind wir schon am Ende angekommen. Ein kurzes Fazit, was eben so die wichtigsten Sachen hier waren. Training findet immer statt. Man bewegt sich also immer in einem der vier Quadranten, ob man jetzt möchte oder nicht. Und das tut jeder, der mit irgendeinem Tier agiert. Man sollte kritisch hinterfragen, was man tut, und mit wachsamem Blick den eigenen Umgang mit dem Hund beobachten. Timing ist natürlich ganz wichtig, damit man wirklich das belohnt, was man möchte. Und was ich eben auch im Fazit immer wichtig finde von der letzten Folie, Grenzen setzen geht auch nett. Das ist einfach so. Man muss nicht immer unfreundlich zu seinem Hund werden, um ihm Grenzen aufzuzeigen. Ja, und Training sollte Spaß machen, Mensch wie Hund. Und dann können sich oder sollten sich auch beide wohl und sicher fühlen können. Und ich glaube, das ist ja eigentlich das ist, was wir auch wollen. Wir wollen, dass unsere Hunde sich in unserer Gegenwart wohl und sicher fühlen, dass sie Spaß mit uns haben. Das sind ja unsere Familienmitglieder. Also finde ich, sollte man einfach auch nett mit ihnen umgehen. Und wenn man über diese vier Quadranten Bescheid weiß, dann kann man, glaube ich, selber noch viel besser mit dem Hund umgehen, weil man viel besser einschätzen kann, was wann welche Auswirkungen auf sein Tier hat. So, ich wünsche euch heute wieder viel Spaß mit euren Hunden beim Training. Vielleicht könnt ihr jetzt noch ein bisschen mehr damit anfangen oder mehr einschätzen oder noch vielleicht effektiver sogar trainieren, weil ihr sagt, ach Mensch, jetzt habe ich so ein, zwei Situationen, die ich mir nochmal angucken kann. Genau, und ich sage bis bald. Tschüss.